Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. Bevor wir ins Spiel starten, möchte ich noch einmal auf Kommentare eingehen, die ich wieder erhalten habe. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei euch bedanken. Die Kommentare sind wirklich sehr hilfreich in vielerlei Hinsicht und ich freue mich enorm, dass ihr so ja, viel Spaß erstmal in dem Let's Play habt und dass ihr ja, offensichtlich auch gerne mitmacht und mir bei dieser ganzen Geschichte helft. Denn, ja, auch ich mache natürlich immer noch Fehler. Ich bin kein Profi in diesem Spiel und, ja, ich nehme die Hilfe dankend an. Und da kommen wir auch schon mal zu. Ich habe nämlich natürlich die wertvollsten Sachen aus den Kommentaren rausgepickt und da werden wir direkt mal drauf eingehen. Das heißt, nein. Wenn ich gerade auf meinen schlauen Zettel gucke, habe ich auch noch eine andere Geschichte nochmal. Und zwar, ich möchte in dieser Folge auch nochmal erwähnen, dass zur 50. Folge, also ich nenne es jetzt einfach mal ganz gerne die Jubiläumsfolge, dass zusätzlich zu dieser 50. Folge ein Special zu U-Boat ja, hochgeladen wird, wo ich ein kleines Fachgespräch mit einem Fachmann über Sonar, über Formationen, über U-Boot-Jagd und all solche Geschichten führen werde. Und ich habe das in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Und ich habe mich da anscheinend nicht hundertprozentig verständlich ausgedrückt, deswegen möchte ich das jetzt nochmal nachholen. Bei diesem Fachmann handelt es sich um einen militärischen Fachmann, welcher im Bereich Sonartechnik und auch Sonaroperationen und sowas ausgebildet ist und auch schon jahrelange Erfahrung hat. Und der kennt sich aus in der Kriegsführung gegen U-Boote, vermutlich auch in der Kriegsführung mit U-Booten, Formationsfahrten, wie wird das Sonar wann und wo eingesetzt, wie bekommt man mit, wo U-Boote sind und ja, all so eine Sachen. Und zusammen werden wir quasi uns U-Boot mal ganz genau angucken, um herauszufinden, wie realistisch ist U-Boot, was macht U-Boot wirklich hervorragend. Und ich kann an dieser Stelle schon mal sagen, da gibt es einiges, was U-Boot absolut hervorragend simuliert, wie realitätsnah das Ganze ist. Und ja, wie würde man sich in der Realität verhalten, wenn plötzlich ein U-Boot auftaucht, was bekämpft werden muss? Natürlich in einem Kriegsfall. Und ja, wie gesagt, es handelt sich dabei um einen militärischen Fachmann, der sehr gut ausgebildet ist, der einsatzerfahren ist, der an ja, gewissen Operationen teilgenommen hat und so weiter und so fort. Und wir werden uns dann U-Boot gemeinsam mal in einer Analyse anschauen, werden gewisse Szenarien durchsprechen und so weiter und so fort. Und ich kann nur noch mal diesen Hinweis geben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch brennend interessieren, zum Beispiel, wie funktioniert ein Torpedo? Wie werden U-Boote gejagt? Sind die Tiefen, auf die die U-Boote hier operieren, sind die realistisch? Wie reagieren Frachter, wenn sie auf ein U-Boot im Kriegsfall treffen? Wie reagieren die Zerstörer? Was wird gemacht? Wie wird so eine Jagd, eine U-Boot-Jagd durchgeführt? Also etwas. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde diese Fragen aufnehmen und werde sie diesem Fachmann stellen. Das wird eine sehr, sehr interessante Sache, Leute. Das kann ich euch versprechen. Mir brennen auch schon einige Fragen auf dem Pelz. Und ja, stellt die Fragen, Leute. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann an dieser Stelle nur noch mal wiederholen. Ich weiß, dass der Fachmann mein Let's Play auch verfolgt. Und ich freue mich auch sehr darüber. Und Grüße gehen an dieser Stelle noch mal raus. Und ja, ich freue mich drauf. Okay, Leute. Steigen wir wieder zu einem Spiel, denn wir befinden uns hier natürlich in einer hochbrisanten Situation. Wir haben Position bezogen in Mitte dieses Konvois und haben die hochpriorisierte Einheit, diesen Tanker, versenkt. Leider, muss man wirklich sagen, ist es uns nicht gelungen, ein weiteres Fahrzeug zu torpedieren. Wir haben mehrere Male daneben geschossen. Schande auf mein Haupt. Aber na gut, so kann es halt manchmal laufen. Wir werden jetzt uns neu munitionieren müssen, also das heißt nachladen müssen, denn wir schauen uns mal kurz unsere Torpedorohre an. Die sind verschossen. Wir haben noch genug Torpedos im Lager, die müssen allerdings erstmal geladen werden.
Und das ist nicht nur im vorderen Torpedo, in den vorderen Torpedorohren so, sondern auch in den achteren. Wobei, ja, hier ist natürlich sowieso nur noch ein Torpedo übrig. Dort haben wir ja nicht wirklich große Lagerbestände. Ja, und jetzt gilt es, das in aller Ruhe durchführen zu können. Und dafür ist mein Plan, dass wir uns unter einen Frachter setzen, dort eine Weile mitfahren, unsere eigenen Motorengeräusche verschleiern. Wie gut das funktioniert, müssen wir natürlich erstmal herausfinden. Ich weiß es nicht. Denn hier sind die Zerstörer und ich glaube auch hier die Korvette sind schon auf dem Weg zu uns. Sie machen schon Kursänderungen und kommen auf uns zu. Wir befinden uns so oder so in der Mitte des Konvois und können unsere Geräusche in der Theorie relativ gut verschleiern. Ob das so wirklich funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Okay. Ob wir direkt unter einen Frachter fahren, weiß ich noch Zu nicht. Befehl. Wir werden aber definitiv sehr nah an einen ranfahren. Und jetzt muss man natürlich nur gucken, welchen. Ich habe eigentlich immer die ganze Zeit auf die Liana geachtet. Aber welcher macht denn am meisten Sinn? Der Zerstörer fährt hier in die Mitte. Ja. Am besten wäre es vielleicht, wenn wir tatsächlich erst die Liana nehmen und dann langsam zur Norna abdriften, je nachdem, wo die Feindfahrzeuge sind. Uns dann zwischen die Liana und diesen Frachter hier setzen, um dort dann nochmal, wenn wir die Möglichkeit haben, wieder etwas weiter abzudriften, Angriffe zu führen. Zack, zack. Also auf die beiden Einheiten hier. Und uns dann langsam gen Süden abzusetzen, möglicherweise noch auf diesen Frachter einen Angriff zu fahren. Uns dann ruhig ins Wasser zu legen, hoffen, dass alle verschwinden. Und dann wieder in unser Patrouillengebiet abzufahren. Das ist der Plan. Also im besten Fall können wir noch drei Frachter mitnehmen. Mal schauen, wie gut das klappt. Okay, fangen wir erstmal an. Wir setzen uns hier in die Nähe dieser Einheit. Ich würde sagen, das reicht, wenn wir ungefähr hierhin fahren. Das Ganze Jawohl. machen wir mit einer langsamen Fahrt, weil die sind ja immer noch sehr schnell mit 9 Knoten unterwegs. Und wir sind schon auf 20 Meter. Na, ich würde mal sagen, wir gehen mal Laufen auf auf. 50 Meter. Nein, nicht auf 50, auf 30. Okay, und dann lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Ja, die Moral rutscht natürlich langsam wieder in den Keller. Okay. Der Aal ging Schauen wir daneben, Herr mal. Kaloy. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Ja, die wissen nicht, wo wir sind. Das ist schon mal sehr gut. Kurs auf diese Das ist schon mal Koordinaten sehr setzen. gut. Die Jawohl. fließen hier auch langsam wieder ab. Ja, die fahren nach dort. Legen Sie den Kurs Okay, an. drehen wir schon mal Zu mit. Befehl. Oh, der hier stoppt auf. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay. Schauen wir uns die Situation mal kurz an. Die Zerstörer fahren an die Spitze des Geleitzugs. Hier gibt es eine Formationsänderung der Frachter. Die hier sind relativ nah beieinander. Und der hier, die würden natürlich jetzt ein hervorragendes Ziel abgeben, aber wir haben noch kein Torpedo nachladen können. Das heißt, da müssen wir uns ein bisschen gedulden. Aber. Ja. Unser Plan scheint so weit erstmal aufzugehen. Wir gehen mal mit der Fahrt runter, weil die sind jetzt ja auch sehr, sehr langsam. Beziehungsweise, wir machen mal hier die Kursänderung noch nach hier. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. So. Okay. Na, die Korvetten kommen uns gefährlich nah. Aber das ist an sich kein Problem. Kurs auf diese Wir ändern Koordinaten den Kurs setzen. jetzt auch mal. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ja, durch die Formationsänderung ist unser Plan jetzt schon so wieder so ein bisschen ins Schwanken geraten. Aber der Frachter hier bleibt ja trotzdem vor Ort.
Ja, wir gehen jetzt mal wieder auf langsame Fahrt. Und das erste Rohr ist geladen. Wunderbar. Sind die Torpedos dann eigentlich auch direkt vorgewärmt? Das müssen wir jetzt nochmal schnell prüfen. Nee, leider nicht. Na gut, lassen wir ihn das zweite Torpedorohr auch erstmal noch laden. Und fahren hier jetzt erstmal mit. Kursänderungen, die müssen wir mitmachen. Krise unter Kontrolle. Ah, sehr schön. Wir haben wieder einen weiteren Seewolf, Anton Buchsbaum. Sehr schön, das freut mich zu hören. Wir werden nach dieser Fahrt wieder deutlich aussortieren müssen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Oh, er geht mit der Fahrt an. Das müssen wir dann auch tun. Bestätigt. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen mehr mit der Fahrt angehen, damit wir hier mithalten. So, wir gehen auch wieder mit der Fahrt runter. Ja, das ist jetzt ein bisschen, Umgemache hier. Ah, die Korvette hier, die hat vielleicht... Weil man kriegt das natürlich, wenn man wirklich gut... und erfahren ist, kriegt man das schon mit. Dass jetzt unter diesem Frachter möglicherweise was sein könnte. Tja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Obwohl, na... Er fährt vorbei. Fährt vorbei. Naja, probieren wir es mal weiter. Zu Befehl. Zweite Torpedo ist gleich nachgeladen. Dann fangen wir direkt mit dem Aufwärmen an. Mit dem Vorwärmen an. Er geht mit der Fahrt an, Leute. Und geht mit der Fahrt wieder runter. Ja, der hat jetzt nur Position bezogen. Der ist gar nicht großartig auf Jagd gegangen. Hier oben die beiden Zerstörer kommen wieder zurück. Ja, okay. Okay. Der zweite Torpedo ist vorgewehrt. Er ist geladen. Wie gesagt, dann werden wir mit dem Vorwärmen mal beginnen. So, auch. Achso. Mir ist schon bewusst, dass das Vorwärmen jetzt natürlich Krach macht. Das habt ihr auch in die Kommentare geschrieben. Aber ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass sich große Teile dieses Vorwärmens verschleiern lassen jetzt durch die Motorengeräusche, die hier natürlich auch in unmittelbarer Umgebung jetzt von uns sind. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Und ja, ihr seht's, sie fahren einfach weiter. Sie kriegen das nicht mit. Ja. Sehr wohl, Herr Kaloy. Müssen jetzt sehr, sehr oft hier unseren Kurs natürlich anpassen. Ein Seemann hat einen Herzinfarkt. Oh, Leute, da müssen wir jetzt mal... Herr Kaloy. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wer war jetzt nochmal dafür zuständig? Rudolf Wüsk. Ja, genau. Alles klar. Der soll sich dann mal einen Erste-Hilfe-Kasten schnappen. Die liegen, glaube ich, hier hinten. Zu Befehl. Nee, die liegen nicht da hinten. Dann liegen sie hier. Jawohl. Ja. So. Ja. Ja, von mir aus schnappt ihr auch alle. Ist mir egal. So. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. So, der nächste Torpedo ist vorgewärmt. Der kann ja hier auch mal jetzt mal ein bisschen Hilfe in Anspruch nehmen, damit das alles schneller geht. Und... Ei, ei, Herr Kaloy. Den wärmen wir auch mal vor. So, und Wüsk ist immer noch auf dem Weg ins Lager. Ja. Na komm, jetzt machen wir ein bisschen hin, ne? Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Warten wir das jetzt mal kurz ab hier. Oh, dem wird schon geholfen. Okay.
Kapitän? Jetzt hat er die... Jetzt muss ich mal kurz warten, bis der auf dem Bock ist. Na gut. Wir fahren immer noch mit. Sehr schön. Okay. Das funktioniert ja sehr, sehr gut. Machen wir mal kurz Pause. Ich möchte mich jetzt erstmal hier um diesen Kameraden kümmern. Alles klar. Der wird jetzt behandelt. Gut. Dann haben wir jetzt zwei Torpedos, die bald bereit sind. Er geht wieder mit der Fahrt etwas an. Ja, da müssen wir uns auch nochmal wieder anpassen. Geht er mit der Fahrt wieder runter. Okay. Hier kommt jetzt der Zerstörer auf uns zu. Gut. Wobei, die fahren beide in dieselbe Richtung. Ich nehme mal an, dass die jetzt hier ein Suchverfahren eingeleitet haben. Der kommt nicht direkt auf uns zu. Die fahren beide in dieselbe Richtung. Das ist einfach das Prozedere jetzt gerade. Hoffe ich zumindest. Torpedos sind beide vorgewärmt. Ja, die Frage ist jetzt... Wollen wir tatsächlich einen Frachter versenken in dieser Situation? Weil wir können uns jetzt hier gerade nicht absetzen, weil wir jetzt hier in unmittelbarer Nähe mehrere Einheiten haben. 9 Kabel. 6 Kabel. 1 Meile. 1,5 Meilen. 3 Kabel. Ich meine, so einen Zerstörer zu versenken, das wäre schon frech. Das wäre eine freche Nummer. Haben wir T1-Torpedos, die wir auf 40 Knoten fahren lassen können? Schauen wir mal. Ja, es sind beides T1-Torpedos. Aber wir können natürlich keine wirklich guten Berechnungen anstellen, ne? Das ist natürlich jetzt die andere Seite der Medaille. Wir warten mal noch ein bisschen ab. Schiffsschrauben. Direkt über uns. Nicht ungeduldig werden. Bestätigt. Rohr 3 geladen. Ja, sehr schön. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Das anpassen. Da ist er wieder langsamer geworden. Ja, die Einheiten sammeln sich hier. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich Wind davon bekommen haben, dass wir hier sind. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Rohr 4 geladen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Rohr 5 geladen. Sehr schön. Rohr 5 ist auch geladen. Das ist super. Jawohl. Das ist sehr, sehr gut. Und Rohr 5 wird auch gerade vorgewärmt. Okay, das heißt, wir haben jetzt alle Rohre wieder beladen. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, wunderbar. Alles klar. Dann kann er auch gleich mit dem Vorwärmen beginnen. Und... möglicherweise können wir dann schon langsam in Aktion treten. Ja. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen auf Tiefe gehen. Ja, das ist... So was, wir fahren genau auf die Position dieses Frachters. Wir gehen jetzt einfach mal auf 150 Meter. Und jetzt werde ich auch noch einen weiteren Tipp aus den Kommentaren berücksichtigen. Und zwar das Tiefenruder auf
Manuelle Steuerung setzen. Dann sind nämlich gewisse Motoren nochmal ausgeschaltet, die Geräusche machen. Die fallen dann auch weg. Und dieser Mann hier muss natürlich jetzt beruhigt werden. Bestätigt. So. Okay. Gut. Wir gehen weiter auf Tiefe, aber wir werden uns erst direkt unter diese Einheit hier setzen. Ja, sie riechen den Braten. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und jetzt machen wir einfach mal den Motor aus. Und wir gehen jetzt erstmal hier so auf das Maximum, auf 160 Meter. Okay. Wasser unter uns haben wir genug. Gut, nochmal alles überprüfen. Wir haben die Motoren aus, wir haben den Kreisekompass aus, wir haben blaues Licht, wir haben Leute, die wir nicht brauchen, auf dem Bock. Das Sonar ist bemannt, die Motoren sind aus. Wir haben das Tiefenruder auf manuell umgestellt. Ja, das Einzige, was uns jetzt natürlich gefährlich werden könnte, ist, dass wir eine sehr niedrige Moral haben, falls jetzt jemand hier nochmal ausrastet. Aber es nützt nichts, wir legen uns jetzt hier tief ins Wasser Schiffsschrauben. und Direkt über uns, hoffen, Herr dass Kalloy. hier nichts passiert. Beschleunigen wir mal ein bisschen. 160. Okay, 160 Meter. Wasserbomben. Oh, 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 oh. Wasserbomben. Okay, Leute. Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kalloy. Sonarwellen, Herr Kalloy. Sonarwellen, Herr Kalloy. Wir haben noch keine Detonation von den Wasserbomben gehört. Das heißt, sie haben sie schon deutlich tiefer als auf irgendwie 50 Meter oder 100 Meter eingestellt. Ja, lasst uns hoffen, dass die hier nicht direkt neben uns detonieren. Schiffsschrauben, direkt über uns, Herr Kalloy. Also hat unser Plan leider nicht ganz funktioniert. Am Anfang hat er es, aber irgendwann haben sie uns halt einfach mitbekommen. Station war noch relativ weit entfernt. Die war auch noch relativ weit entfernt. Die Detonation über uns oder hinter uns oder? 160. Kann es nicht so richtig erkennen. Da hinten war eine. Die sind relativ auf unserer Höhe, die Detonation. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir nicht etwas an Höhe gewinnen sollten oder ob wir das Ganze hier mal ein bisschen ausreizen und noch tiefer gehen. Tja. Tja, Leute. Was machen? Am besten ist, wir bleiben einfach ruhig liegen und hoffen. Ja. Was sollen wir sonst machen, ne? Am besten, wir bleiben einfach ruhig liegen. Leute, was für ein spannender Moment. Und wir nehmen jetzt auch mal das Personal raus, was nicht gebraucht wird. Denn ich habe auch gelesen, dass auch das Moral kosten kann. Die
suchen uns hier, aber sie haben uns noch nicht gefunden. Die Leute liegen immer noch alle auf dem Bock. Das ist gut. Und hier kommt jetzt die nächste Einheit. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Oh, Leute. Leute, die fahren gleich direkt über uns hinweg. Hoffen wir, dass die keine Wasserbomben werfen. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Oh Mann. Und so ein, zwei Wasserbomben haben die hier auf ihren Schienen. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas ins Wasser gefallen ist. Aber ich meine, es ist natürlich auch finster. Habe ich da gerade was platschen gehört? Ich glaube, wir können Zeit mal etwas beschleunigen. Kommt da noch eine Korvette? Aber sie verkrümeln sich zu großen Teilen wieder von unserer Position. Oder nee, sie nehmen nochmal einen Anlauf. Okay, also sie suchen uns, aber sie sind auf der falschen Fährte. Sehr schön, wir haben schon wieder jemanden. Albert Vogel, ein weiterer Seewolf. Fantastisch. Und sie ziehen erneut die Leine. Okay, und hauen ab. Okay, Leute, wunderbar. Wir haben schon wieder eine sehr gefährliche und kritische Situation überstanden. Diesmal haben sie tatsächlich Wasserbomben nach uns geworfen. Aber die waren, na, schätzungsweise 50 bis 60 Meter von uns entfernt und haben uns verfehlt. Ja. Ich muss aber sagen, ich bin mit diesem Konvoi noch nicht fertig. Also, das Ergebnis, was wir hier erzielt haben, ist nicht zufriedenstellend. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber diese 3 Zerstörer und 2 Korvetten gehen mir tierisch auf den Keks. Und ich spiele immer mehr mit dem Gedanken, ein oder zwei von diesen Einheiten aus dem Wasser zu hebeln. Ja, okay. Und ich muss natürlich auch sagen,
Die Einheiten haben jetzt hier natürlich deutlich schneller das Interesse an uns verloren. Das heißt, also meine Schlussfolgerung wäre daraus, dass wir tatsächlich deutlich, deutlich leiser waren als noch vorher. Wir haben jetzt noch einiges wieder angepasst. Wir hatten die Position, die Stationen waren nicht besetzt. Wir haben die Tiefenrudersteuerung auf manuell gestellt. Und ja, wir haben uns halt einfach nur still ins Wasser gelegt. Und das nicht zuletzt alles nur dank eurer Kommentare. Ich kann das nicht oft genug betonen. Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Hinweise. Ja, okay. Die Einheiten verkrümeln sich wieder und wir werden in der nächsten Folge wieder die Fährte aufnehmen und werden hoffentlich eine weitere oder auch zwei weitere Einheiten versenken. Wir sind, wie gesagt, noch nicht fertig mit diesem Konvoi. Ja. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt ist erst wieder etwas Pause mit U-Boat. In 7 Tagen geht es dann aber weiter und dann werden wir diesen Konvoi zerstören. Nochmal zur kleinen Info. Da in den nächsten 7 Tagen, wo U-Boat gespielt wird, werde ich die Anzahl der Folgen, die in diesem Zyklus erscheinen, etwas erhöhen, weil ich in diesem Zyklus die Jubiläumsfolge dabei haben möchte. Und somit wird dann auch das Special kommen. Ich werde euch natürlich zwischenzeitlich, weil das ist ja dann auch nochmal, circa in 2 Wochen kommt ja dann das Special erst. Ich werde euch in den nächsten Folgen dann auch immer nochmal darauf hinweisen, dass dieses Special kommt und dass ihr eure Fragen stellen könnt. Und ja, okay. Dann war es das jetzt von mir. Und dann sage ich wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.